Warum hast du mit YouTube angefangen? Ja, warum habe ich mit YouTube angefangen? Ich glaube, das lag daran, dass ich mich irgendwann entschieden habe, dass ich Senf dazu entweder ganz oder gar nicht mache. YouTube war für mich eigentlich damals nicht so auf dem Schirm. Eigentlich habe ich das gar nicht so bewusst gemacht. Aber irgendwann stand ich mal vor der Entscheidung bezüglich meiner Internetseite senfdazu.net. Entweder ich mache jetzt meine Internetseite vernünftig, also ganz oder gar nicht. Und natürlich habe ich mich für ganz entschieden, weil es ja immer schon so ein lang ersehnter Traum von mir gewesen ist, eine Internetseite zu erstellen, wo ich zu allen meinen Senf dazugeben kann. Und ja, dazu gehörte aber dann auch, dass ich dann auch alle Kommunikationswege ausnutze, die mir zur Verfügung gestellt sind, damit senfdazu.net oder damit meine Internetseite irgendwo attraktiv ist. Durch YouTube gibt es ja auch mittlerweile ganz viele, die lieber ein Video gucken, was ich ja selbst auch gerne tue. Und für mich war also klar, da YouTube ein soziales Netzwerk ist und ich alle Kommunikationswege wählen möchte, um für Senf dazu die Reichweite zu erhöhen, dass ich dann auch Videos mache. Das bedeutete aber noch lange nicht, dass es für mich dadurch einfacher wurde, weil es wurde eigentlich komplizierter. Denn ich bin auch nicht so der Typ, der jetzt einfach so sich dann irgendwie eine Handykamera nimmt und darauf losfilmt, sondern ich wollte erstmal YouTube verstehen und ja, das war ein sehr, sehr langer Weg und ich habe schnell festgestellt, dass der Anspruch auf YouTube ziemlich groß ist, also dass die Zuschauer auf jeden Fall vernünftiges Licht haben wollen, der Ton ist absolut wichtig und ganz viele Faktoren haben da eine Rolle gespielt, weswegen ich gesagt habe, gut, bevor ich jetzt irgendwelche Videos mache und die halt schlecht rüberkommen, brauche ich erstmal vernünftiges Equipment, ich muss mir was überlegen, was möchte ich eigentlich tatsächlich machen und ja, es hat insgesamt sehr viel Zeit gebraucht, bis ich dann gesagt habe, so, jetzt bin ich eigentlich an dem Punkt, wo ich sage, jetzt probiere ich es. Das Equipment ist jetzt einigermaßen in Ordnung, also es sind immer noch bescheidene Mittel und ich brauche manchmal sehr lange noch im Schnitt, weil ich auch so von meiner, also ich muss ja auch erstmal lernen, vernünftig zu sprechen und also mich zu geben und teilweise dauert das sehr lange, bis ich dann hier stehe und erstmal warm geworden bin und weiß, was ich eigentlich sagen möchte. Also ich versuche schon mit so einem Skript zu arbeiten, so einem kleinen Stichwortzettel, damit ich so eine rote Linie erwische, aber meistens entwickelt sich die rote Linie zu einer blauen, die dann doch schon eher sinusförmig ist. Wobei sich natürlich jetzt im Nachhinein herausgestellt hat, dass es noch viel, viel mehr positive Eigenschaften hat, auf YouTube Videos zu machen. Aber das war ja nicht die Frage. Oh, das war's schon? Ja, dann klickt jetzt hier auf Weiter, um das nächste Video zu gucken. Klick. Ja. Mhm. Klicken. Klick. Hier, klick. Klick. Weiter. Glück. Okay, dann wirst du halt jetzt weitergeleitet.